Hallo Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte für euch heute nochmal einen Jahresrückblick drehen von 2018. Das war mein zweites Jahr als Demonstrator und ich wollte euch einfach ein bisschen berichten. Ich habe das ja letztes Jahr schon gemacht. Das Video dazu blende ich euch irgendwo da oben ein. Ich weiß immer nie, welche Seite. Da kommt dann so ein weißes i und da könnt ihr dann googeln und könnt euch das andere Video anschauen. Genau. Und ich möchte euch einfach ein bisschen berichten, was so war in meinem zweiten Jahr als Demonstrator. Es hat sich ein bisschen was getan und das wollte ich euch jetzt erzählen. Ich weiß nicht genau, wann das Video online geht. Wahrscheinlich erst gegen Ende Januar, Mitte, Ende Januar. Aber ich wünsche euch trotzdem noch ein wunderschönes neues Jahr 2019. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start und eine schöne Weihnachtszeit und schöne Weihnachten. Und genau, ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr auf jeden Fall. Ja, also meine Ziele im letzten Jahr waren natürlich, mir ein Team aufzubauen, und zwar die Bastelwerkstattbande. Und ja, es ist losgegangen. Ich habe jetzt schon ein paar Mädels in meinem Team und ich bin total happy und freue mich total. Das sind lauter tolle Mädels und ja, also ich finde es richtig schön. Und ich, ja, wenn du Lust hast, Demonstrator zu werden, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei mir melden und auch in die Bastelwerkstattbande einsteigen. Ich habe euch dazu auch ein Video gedreht, das kann ich euch jetzt auch irgendwo einblenden. Demonstrator werden, wie das funktioniert. Und auch noch ein Video für Demonstrator werden 2019 in der Celebration-Zeit, das heißt von Januar bis März. Könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen und euch noch näher informieren, wenn euch das interessiert. Ja, ich war im April dieses Jahr, also im April 2018, war ich das erste Mal bei Onstage. Das ist eine ganz große Veranstaltung von Stampin' Up. Und ja, das war total super und das war Wahnsinn. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich nächstes Jahr, beziehungsweise jetzt für euch dieses Jahr, 2019 quasi, wenn ich dann nach München komme und wenn wir uns als Team dann da auf jeden Fall treffen. Also das wäre total cool. Da müssen wir gucken, dass wir das auf die Reihe kriegen. Was war noch in diesem Jahr? Also wir haben im Keller mir eine kleine Bastelwerkstatt installiert. Ich sitze hier auch schon, also ihr seht schon ein bisschen was im Hintergrund. Wenn ihr selber ein Zimmerchen oder eine Ecke für euch machen möchtet und dann ein paar Ideen braucht, dann schaut gerne das Video an. Ich habe auch dazu ein Video gedreht, die Roomtour. Auch das blende ich euch irgendwo ein hier oben und könnt ihr gerne in Ruhe schauen. Das sind ganz viele Ideen vielleicht auch für euch dabei, was man so machen kann. Und wie ich meine Sachen aufbewahrt, zeige ich da einfach. Und ihr seht im Hintergrund auch schon die Regale und die Stanzregale und Stempelregale und so. Also das erkläre ich da alles ganz ausführlich. Und einen Workshop-Raum haben wir auch gemacht, gleich nebenan. Könnt ihr auch anschauen, habe ich auch aufgenommen. Wahnsinn, also ganz schön viele Videos. ja, nur die Workshops waren ehrlich gesagt letztes Jahr ein bisschen wenig. Also ich muss auf jeden Fall nächstes Jahr ein paar Workshops mehr haben, denn ich weiß nicht, wie lange der Raum noch für mich zur Verfügung steht. Wir haben ja Nachwuchs bekommen, jetzt am Ende des Jahres. Und ja, deswegen kann es sein, dass mein Raum ganz schnell anders beansprucht wird. Von dem her muss ich noch ein paar Workshops machen, auf jeden Fall. Ja, und ich habe eine neue Website gemacht, also Ende des Jahres auch, oder ja, September, Oktober habe ich angefangen damit. Die könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen, also www.babsis-bastelwerkstatt.de heißt die. Und da, ja, habe ich ziemlich lang dran gehockt, also es macht ganz schön viel Arbeit und vor allem, wenn man keine Ahnung hat, dann muss man sich natürlich da überall reinarbeiten, aber ich finde, sie ist eigentlich ganz schön geworden und ihr könnt gerne, gerne ein bisschen stöbern. Da sind auch viele Fotos und Beiträge und die Videos werden immer reingestellt und ja, viele Sachen vielleicht auch zum Produktwissen, wobei da kommt noch mehr dazu. Genau, aber da könnt ihr gerne mal stöbern gehen und da wird es nächstes Jahr, also 2019, dieses Jahr für euch, wird es da auch irgendwann ein Gewinnspiel geben. Da bin ich mir, also das ist auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall. Und ja, die Abonnentenzahl ist nach oben gegangen. Also ich habe jetzt schon fast 3000, also über 2000 Abonnenten. Und das freut mich natürlich total. Also ich finde es super, wenn ihr meine Videos auch schaut. Und freue mich da immer. Genau. Also vielen Dank an euch. Ich finde es echt total schön. Auch die Kommentare, die sind immer total lieb von euch. Und ja, herzlichen Dank, dass, ja, dass es anscheinend ganz gut bei euch ankommt. Freue ich mich voll. Und genau, also das ist auch schon der Punkt. Ich möchte auf jeden Fall 2019 weiterhin viele Videos machen. Aber ich habe das ja vielleicht mitbekommen, dass wir Nachwuchs eben bekommen haben. Und
die Priorität ist einfach bei den Bestellungen. Also wenn jetzt jemand bei mir bestellt, ich würde ganz, ganz gerne 2019 weiterhin Demonstrator bleiben. Deswegen sind meine Kunden total wichtig und wenn jemand bei mir bestellt hat, ist auf jeden Fall oberste Priorität. Das heißt, die Bestellungen werden nach wie vor genauso schnell bearbeitet wie bisher und hoffentlich genauso zu eurer Zufriedenheit wie bisher. Und deswegen, also falls ihr noch keinen Demonstrator habt, könnt ihr gerne über mich bestellen, auch über meine Website oder ihr schreibt mir eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com und dann könnt ihr einfach über mich bestellen. Aber was ich sagen will, ist, dass die Videos eventuell mal, dass da mal eine Woche Pause ist oder mal 2 Wochen Pause ist. Aber ich möchte auf jeden Fall dranbleiben. Ich habe ganz viele Ideen und muss die auf jeden Fall noch alle abdrehen. Aber ich habe halt im Moment einfach weniger Zeit und deswegen Videos werden kommen 2019, aber ich kann nicht versprechen, dass es jede Woche so weitergeht wie bisher. Aber es ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste und genau. Das ist jetzt schon ein bisschen so der Vorausblick in 2019 sozusagen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich mein Team vergrößert, das ist ganz klar. Die Bastelwerkstattbande kann jederzeit wachsen, da freue ich mich total drüber. Und das Onstage in München, diese große Veranstaltung, steht natürlich auch auf dem Plan. Also ich hoffe, dass ich da teilnehmen kann und ich hoffe, dass da auch viele von meinen Teammädels dann teilnehmen können und wir da zusammen hingehen, das wäre total schön. Und ja, ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Ja, Wahnsinn, meine Liste ist abgearbeitet. Ich muss nochmal gucken, aber ja. Genau, also das sind so meine Ziele für 2019. Also ich versuche das alles unter einen Hut zu kriegen und natürlich ist es sehr große Veränderung jetzt für uns, aber es ist total schön und ja, also mal schauen, wie es läuft, aber ich finde, das ist einfach super nebenbei, dass man als Demonstrator arbeiten kann und möchte das gerne weitermachen. Und die Videos, wie gesagt, die werden hoffentlich genauso weitergehen. Ich habe da auch ganz coole Ideen. Ich möchte was Neues machen. Ich bin ganz gespannt, ob das klappt, aber ich darf es auch noch nicht verraten, weil wenn es nicht klappt, wäre es auch blöd. Aber ja, also da habe ich noch ein paar Ideen, auch ja, nicht nur welche Videos, sondern auch wie man die Videos macht. Und ja, also mal gucken, da lasst ihr euch einfach überraschen und wir steuern glücklich in ein neues Jahr 2019. Was ihr noch machen könnt, ist einen Katalog bestellen bei mir, wenn ihr Lust habt. Ich schicke den Katalog kostenlos raus an meine Kunden. Der Frühjahr-Sommerkatalog und die Celebration-Broschüre werden jetzt erstmal zusammen verschickt. Und genau, also so lang bis März eben und danach eben Frühjahr-Sommerkatalog oder auch Hauptkatalog könnt ihr einfach über mich bestellen. Entweder ihr schreibt mir eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com oder ihr schaut auf meiner neuen Webseite vorbei und bestellt es über das tolle Katalogformular. Katalogbestellformular, so heißt es. Ja, also, das war's von meiner Seite. Das war so ein kurzer Jahresrückblick 2018 und die Vorausschau in 2019. Und ich freue mich einfach auf euch und danke euch, dass ihr meine Videos schaut. Und wünsche euch alles Gute, einen wunderschönen Tag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ganz viele kreative Ideen. Ja, tschüss!